Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 54. Lesung in der Abspielliste Eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels. Das Buch selber haben wir inzwischen ja abgeschlossen. Wir hatten die ersten paar Lesungen gemacht, ohne in das Buch reinzugehen, weil Max das damals noch übersetzt hat. Dieses hier. Dann haben wir etliche Lesungen gemacht in dem Buch, das wir jetzt abgeschlossen haben. Und jetzt gehen wir in die Extra-Lesung mit rein, wo wir letztes Mal mit angefangen haben. In das Lesen des Buches von Avro Manhattan, Vietnam, Why Did We Go? Also Vietnam, warum sind wir in den Krieg gezogen? Ja, so könnte man das am besten, glaube ich, für deutschsprachige Menschen übersetzen. Weil das ist nicht einfach so, jetzt gehen wir vom einen Buch ins nächste und tun das in dieselbe Spielliste. Nein, 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 nein. Die römisch-katholische Kirche hat eine ganz wichtige, sogar eine die wichtigste Rolle überhaupt gespielt im Vietnamkrieg, genau wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das sind Kriege, die wären ohne die römisch-katholische Kirche gar nicht ausgebrochen. In Vietnam war es nicht anders und sie hat sich sogar die Himmelskönigin zu Hilfe geholt, um ihr Ziel dort zu erreichen. Und genau darüber werden wir lesen. Heute im zweiten Teil dieser Lesung, im 54. Teil der gesamten Buchlesung der Himmelskönigin. Und dazu begrüße ich heute Abend auch wieder den Übersetzer des Buches Himmelskönigin, alle für eine für alle. Max, ganz herzlich am anderen Ende dieser Skype-Leitung. Hallo Max und herzlich willkommen. Hallo Jörg, hallo zusammen in die Runde. Ja, ich freue mich auf die Lesung heute. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir sind letztes Mal ja nicht ganz so weit gekommen. Ja, ich Das liegt ja hoffe. an mir, ne? Nee, das habe ich nicht gesagt. Nee. Ja, ich habe da ja auch noch sicher auch ein bisschen was beizutragen gehabt, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, wir kommen da jetzt heute ein bisschen weiter. Da mich auch das Thema sehr interessiert, wie ihr schon wisst, das hatte ich ja schon angeholt letztes Mal. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, bitte Jörg, dann liest doch mal weiter. Dann legen wir los. Ja. Legen wir los. Wir haben normalerweise aufgehört hier bei diesem zweiten Absatz, das hätten wir jetzt als nächstes lesen müssen, aber ich gehe noch mal kurz ein wenig zurück auf Ende von Seite 2, weil es hier über die Marienerscheinung geht. Da wird halt gesagt, ihre Erscheinung war von einem etwas seltsamen Wunder begleitet worden. Ja. Das war die Erscheinung in Fatima, wo wir hier jetzt drüber von sprechen, 1917. Ja. Wir waren stehen geblieben bei der tanzenden Sonne, ne? Glaube Ja, wir ich, waren ne? hier unten bei, diese Zitate stammen aus den ausdifferierten Botschaften. Hier waren wir stehen geblieben. Aber jetzt gehen wir eben noch mal kurz die Seite hier hoch Ja, und okay, lesen den alles klar. letzten Absatz noch mal. Nur um noch mal ein bisschen reinzukommen. Also, es steht hier: Die Sonne wurde blass. Dreimal drehte sie sich schnell um sich selbst, wie ein Katharinenrad. Ich habe in der Zwischenzeit ein Katharinenrad mal rausgesucht. Das ist dieses hier. Mit dem heiligen Wappen von der Stadt Altena. Das ist nicht in Hamburg Altona, das ist Altena, das ist irgendwo anders. Das Wappen gibt es also anscheinend schon seit 1300 und irgendwas. Das kann man dann auf der, ja hier, die Grafen von Mark gründeten die Stadt im Jahre 1367, davon ist es ihr Stadtwappen. Also es gibt schon seit ein paar Jahrhunderten. Und das ist halt dieses Wappen, ja, das soll also eine Frau darstellen, mit einem Schwert in der Hand, mit diesem Katharinenrad hier. Mit einer Krone drauf natürlich, mit der Sonne dahinter. Also wir wissen, sobald wir das sehen, das ist eine ganz logische katholische Darstellung. Ja. Dieses Katharinenrad, davon soll das also begleitet gewesen sein, oder wie ein Katharinenrad soll sich die Sonne da gedreht haben. Am Ende dieses krampfhaften Geschehens schien sie aus seiner Umlaufbahn oder aus ihrer Umlaufbahn zu springen und einen Zickzackkurs auf die Menschen zuzukommen, anzuhalten und wieder in eine normale Position zurückzukehren. Dies wurde vor einer großen Menschenmenge in der Nähe von Kindern gesehen und dauerte 12 Minuten. Die Tatsache, dass die 2000 Millionen anderen Menschen, die auf der Welt leben, also zu dem Zeitpunkt ungefähr 2 Milliarden Menschen, das nie bemerkt haben und dass die Sonne sich drehte und aus ihrer Umlaufbahn sprang, hat die katholische Kirche nicht im geringsten gestört. Wir hatten ja das auch alles letztes Mal besprochen. Ich lese es nur kurz, dass wir wieder reinkommen. Im Gegenteil, den katholischen Massen wurde gesagt, sie sollten glauben, dass die Sonne sich beim Erscheinen der Jungfrau Maria wirklich auf einem Zickzackkurs bewegt habe, um die Echtheit ihrer Anwesenheit und natürlich ihrer Botschaften zu beweisen. Die Botschaften der Jungfrau gab es, um den Papst zu veranlassen, Zitat, die Weihe der Welt an ihr unbeflecktes Herz, Ende Zitat, herbeizuführen, gefolgt von, Zitat, der Weihe Russlands. Russland wird konvertiert, sagte sie voraus, ne, die Himmelskönigin. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen. Ende Zitat. Aber sie warnte, sollte dies nicht erreicht werden,
Ihre russischen Fehler werden sich auf der ganzen Welt ausbreiten und Kriege und Verfolgungen verursachen. Da hatten wir ja letztes Mal ausführlich drüber gesprochen, wie sich das manifestiert hat in der Zwischenzeit. Und noch manifestieren wird in der Zukunft auch. Verschiedene Nationen werden zerstört werden. Ja. Um nicht zu sagen, alle und eine bleibt über, und das ist dann die sogenannte eine Weltordnung. Am Ende versprach die Jungfrau jedoch tröstend, dass die katholische Kirche triumphieren würde, nachdem der Heilige Vater mir Russland weihen wird. Danach. Daraufhin wird sie, Russland konvertiert, und der Welt wird eine Zeit des Friedens gewährt. Naja, so weit sind wir noch nicht. Das muss ja noch kommen. Und hier lesen wir dann jetzt in dieser Lesung weiter. Was mir noch kurz aufgefallen ist, ist das mit dem Katharinenrad. Ne? Das ist ja als solches auch nur ein Sonnenrad. Ne? Das ist ein Sonnenrad, ja. Das ist interessant, weil der Petersplatz in Rom ja auch genau dieses Sonnenrad abbildet. Ne? Das ist ja immer Sonnenanbetung. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Wenn du das durchziehst, hier sind das acht Speichen. Das ist dann das Rad des Anu. Ne? Oder das Zeichen des Anu, genau, oder wie im Petersplatz, ja. Das ist genau dieselbe Geschichte, ja. Nee, wollte ich nur noch mal kurz bemerken. Hätte jetzt gar nichts großartig mehr dazu. Ja, nee, ist ja prima. Ist ja gut, wenn du sowas bemerkst und dann nochmal eine Bemerkung zugibst. Und dafür bist du ja da. Also diese Zitate, die wir gerade gelesen haben, stammen aus den authentifizierten Botschaften der Jungfrau Maria selbst. Ja, authentifiziert wurden sie natürlich von der römisch-katholischen Kirche, die sich auf eines der Kinder beziehen und von der katholischen Kirche als echte Offenbarung der Mutter Gottes voll akzeptiert wurden. Innerhalb weniger Jahre hat der Fatima-Kult große Ausmaße angenommen. Ich mache nochmal eben das Bild der Lesung hier rein, weil es geht hier im Augenblick über Maria. Innerhalb weniger Jahre hat der Fatima-Kult große Ausmaße angenommen. Die Zahl der Pilger vervielfachte sich am 13. Juni 1917 von 60 auf 60.000. Im Oktober desselben Jahres vervielfachte sich am 13. Juni 1917 von 60 auf 60.000 im Oktober desselben Jahres und von 144.000 im Jahre 1923 auf 588.000 1928. Das ergibt 2 Millionen Pilger in 6 Jahren. Inwieweit hier der 13. Juni korrekt ist, weiß ich nicht, weil ich meine, die Erscheinung erschien ja zum ersten Mal am 13. Oktober 1917. Es kann ja durchaus hier ein Tippfehler sein, dass das 1918 heißen muss, weil dass sie sich dann am 13. Juni, etwas über ein halbes Jahr danach, da versammelt haben und bis auf 60.000 das im Oktober desselben Jahres anstiegen, das müsste dann 1918 sein. Habe ich jetzt nicht verifiziert. Ich habe das Buch hier zwar liegen in Englisch, müsste ich jetzt aber ganz schnell die Seite finden im dritten Kapitel und das ganz schnell nachschauen, ob das jetzt 1918 ist. Aber ich glaube, das können wir mal eben als Übersetzungsfehler eventuell hier sehen, dass das da wohl ein anderes Land sein müsste, was da ein anderes Jahr ist, was da gemeint ist. Ah nee, 13. Juni 1917, so steht es im Englischen, ja. Bis 60.000 im Oktober desselben Jahres, von 144.000 in 1923 bis 588.000 1928. Total für 6 Jahre 2 Millionen. Ja. Gut, wieso das dann am 13. Juni 1917 ist, wenn die Erscheinung der 1. Oktober war, das ist dann eine andere Frage. Der Vatikan jedenfalls nahm die Versprechen ernst. Monsignore Pacelli, der zukünftige Papst Pius XII., der zu dem Zeitpunkt der höchste katholische Vertreter in Deutschland war, der Nuntius, die graue Eminenz hinter den damaligen Antichristen, ne, nie vergessen, der Papst ist der Antichrist, ne, das schreiben natürlich solche Leute, sicher wie Abraham hätten, nicht in ihre Bücher, aber deswegen erwähne ich es umso öfter. Die graue Eminenz hinter Antichrist Papst Pius XI. Unterstützte eine Politik zur Förderung des Faschismus in Italien und der Nazis in Deutschland, um die Prophezeiung wahr werden zu lassen. Tatsächlich wurde er das Hauptinstrument, um Hitler dabei zu helfen, an die Macht zu kommen. Dies tat er, indem er die Deutsche Katholische Partei, das ist die Zentrumpartei, aufforderte, bei den letzten deutschen Parlamentswahlen 1933 für Hitler zu stimmen. Die Grundidee war einfach. Faschismus und Nationalismus würden nicht nur die Kommunisten in Europa,
sondern letztendlich auch das kommunistische und orthodoxe Russland zu schlagen. Die Zerschlagung der russisch-orthodoxen Kirche liegt bei der römisch-katholischen Kirche ganz oben auf der Agenda. Es ist die erste Kirche, die sich von ihr abgespalten hat im Jahre 1054, weil sie den ultramontanen absoluten Führungsanspruch des Papstes nicht akzeptiert hat und bis heute nicht akzeptiert. Deswegen hauptsächlich muss diese ostkatholische oder auch orthodoxe, griechisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe Kirche vernichtet werden. Dürfen wir niemals vergessen. Ja? Und die Zentrumspartei hat da eine ganz wichtige Rolle gespielt und darüber sind wir auch in dem Buch Hinter den Diktatoren deutlich drauf eingegangen. Das kann man also dann entweder in dem Buch nachlesen, das ist ja auf meiner Archive-Seite gratis gibt zum Runterladen und selbst lesen oder aber auch die Lesungen sich anschauen, die man im Internet findet, die da hochgeladen sind. Im Jahre 1929 unterzeichnete Antichrist Papst Pius XI. Mit Mussolini ein Konkordat sowie den Lateranvertrag und nannte ihn, Zitat, der Mann, der durch Vorsehung gesandt wurde. Ende Zitat. Hitler wurde 1933 Kanzler in Deutschland. 1936 begann Franco den Bürgerkrieg in Spanien. Bis 1938 wurden zwei Drittel Europas faschistisch und das Grollen des Zweiten Weltkrieges wurde überall immer bedrohlicher. Kleiner Vergleich zu 2020. Heutzutage sind zwei Drittel Europas sozialistisch und das Grollen des Dritten Weltkriegs wird immer bedrohlicher. Die meisten wollen es nur nicht wahrhaben. Ja, umso sinnvoller ist es da doch mal einfach die Geschichte zu studieren, wie wir jetzt hier in diesen letzten zwei, drei Absätzen im Grunde genommen versuchen näher zu bringen. Ne? Also ich finde diese letzten Absätze, die wir gerade gelesen haben, sehr, sehr wichtig, weil sie einfach aufzeigen, dass das schon immer das Antichristentum, schon immer der Jesuitenorden oder schon immer der Papst, wie man immer das jetzt auch bezeichnen will, eine entscheidende Rolle mitgespielt haben. Und das ist eben auch ein historisches Wissen, das so nicht an unseren Schulen gelehrt wird. Also ich zumindest habe mit diesem Wissen, es war alles im Grunde genommen Neuland für mich, bis ich dann zur biblischen Wahrheit Jesus Christus gefunden habe. Erst da habe ich dann nach und nach erkannt, wer uns eigentlich regiert und wer im Grunde genommen bei jedem politischen Geschäft schon immer auch die Fäden in der Hand hält. Und umso wichtiger finde ich, wie gesagt, diese Absätze, die wir jetzt gerade lesen, in Bezug auf Hitler, den Kommunismus, den Lateranvertrag, weil das doch gerade auch Themen sind, wo sehr viel Mist erzählt wird oder sagen wir mal einfach sehr entscheidende Dinge doch einfach weggelassen werden, ne, von den Medien. Schau, Offenbarung Kapitel 17 und Offenbarung Kapitel 18 sind sehr, sehr deutlich und sagen uns ganz klar, dass Politik und Religion zusammenhängt. In Offenbarung Kapitel 17, und ich werde mal eben kurz ein Bild der Bibel einblenden, dass die Leute sehen, dass wir hier eben mit einer anderen Sache beschäftigt sind, als mit der Lesung des Buches. In Kapitel 17 lesen wir in Vers 2, dass die Hure, die in Vers 1 genannt wird, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Ja? Da wird also deutlich gesprochen, dass diejenigen, die Welt regieren, die Könige der Erde, Unzucht getrieben haben mit der Hure. Und wir wissen, dass der Papst sich selbst König der Könige und Herr der Herren nennt. Dafür hat er die zwei Schlüssel in der vatikanischen Flagge. Der silberne Schlüssel für die weltliche Macht und der goldene Schlüssel für die geistige Macht. Der goldene Schlüssel der geistigen Macht liegt über der weltlichen Macht. Und die beiden sind mit einem roten Band miteinander verbunden. Das Band, das die beiden unzertrennlich macht, mit anderen Worten, nur durch Blutvergießen oder Blutvergießen wird erfolgen, wenn man probiert, eine der beiden Mächte vom Papst wegzunehmen. Das steht so in Offenbarung 17, Vers 8. Und in Offenbarung Vers 18, da steht es ja auch drin, da steht nämlich, dieser andere Engel rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden.
Also, Max, ich finde das in der Hinsicht wichtig, dass wir diese beiden kurzen, kleinen Bibelstellen mal kurz besprechen, weil du das Thema aufgebracht hast, Geschichte. Ich habe Geschichte in der Schule immer sehr gerne gehabt, war eins meiner Lieblingsfächer und in den späteren Jahren, ich glaube in der 9. Klasse und so, war ich da auch ein Klassenbester drin, mehr oder weniger. Ich hatte immer Einsen in Geschichte. Aber was mich an Geschichte irgendwie gestört hat, vor allen Dingen was mich daran jetzt stört, was ich damals vielleicht gar nicht so bemerkt habe, ist, man lernt gar nicht die richtige Geschichte. Man lernt gar nicht, wie Politik und Religion miteinander zusammenhängen. Religionsunterricht war damals mehr oder weniger ein Wahlfach. Und ein paar Jahre davor, als ich noch Religion hatte, da habe ich sowieso immer geschwänzt und bin lieber Fußball spielen gegangen oder Zigaretten rauchen gegangen, als ich so 12, 13 war, anstatt in der Klasse zu sitzen und Religionsunterricht zu folgen. Und in dem Religionsunterricht wurde ja auch nie irgendetwas gelehrt, was aus der Bibel kommt oder so. Heutzutage gibt es andere Stunden, da nennt sich das dann soziale Erziehung und was weiß ich nicht, da wird dann der Religionsunterricht noch verfälscht in der Hinsicht, dass man die Religion da ganz rausnimmt, das Christentum sowieso schon mal. Der Punkt, auf den ich hinaus will, und da kannst du mir sicher zustimmen nach all den Lesungen, die du inzwischen mit mir gemacht hast, ist, dass in Schulen, so auch Universitäten, also sämtlichen Lehranstalten da draußen, einem niemals beigebracht wird, dass Politik und Religion miteinander verbunden sind. Dabei sagt die vatikanische Flagge genau das. Sie verbindet den silbernen Schlüssel mit dem goldenen Schlüssel. Ja, wir sollen mal eben, ich nehme mal eben das Bild hier mit rein. Und dann werdet ihr das ganz deutlich erkennen. Ich habe das nur zufälligerweise, selbst diese Woche mit Zufall, es gibt ja keine Zufälle, mit Tom da auch gestern drüber gesprochen, über genau dasselbe Thema. Da sehen wir hier mal die vatikanische Flagge. So, jetzt seht ihr hier, was ich meine. Ja, es gibt den silbernen Schlüssel, es gibt den goldenen Schlüssel. Das ist natürlich ein Bild von, wie ihr das von den Piraten kennt, ne? Der Totenkopf mit den gekreuzten Beinen darunter, mit den gekreuzten Knochen darunter. Genauso ist eben auch das vatikanische Wappen hier entworfen, mit der dreistöckigen Krone da oben drüber, ne? die Regentschaft des Papstes über im oberen Teil Himmel, im mittleren Teil Erde und im unteren Teil Hölle wiedergibt. Dann der silberne Schlüssel, der die weltliche Macht des Papstes ankündigt. Der goldene Schlüssel, der über der silbernen liegt, über dem silbernen liegt, der die geistige Herrschaft des Papstes über diese Welt angibt. Und dann das rote Band, mit dem die beiden verbunden sind, das verschiedene Bedeutung hat. Unter anderem hat es die Bedeutung, wenn du einen dieser beiden Schlüssel dem Papst wegnehmen willst, dann wird Blut vergossen. Wenn du dafür sorgen willst, dass der Goldene nicht mehr über dem Silbernen liegt oder der Goldene nicht mehr den Silbernen beherrscht, also die Geistige nicht mehr die materielle Macht beherrscht, dann wird Blut vergossen und so weiter und so weiter. Man kann dann noch in verschiedene Details eingehen, was das bedeutet. Es hat viele Bedeutungen, aber das rote Band steht im Grunde für das Blutvergießen. Das steht unter anderem auch für das Blut der Märtyrer, der Heiligen, die im Lauf der Jahrhunderte vergossen wurden, die römisch-katholische Kirche immer verfolgt hat. Ja? Und was wir hier also jetzt erkennen, ist, dass die geistige, also die religiöse Macht und die weltliche, also die politische Macht zusammenhängen. Sie sind sogar mit einem Band zusammen verbunden. Das hat uns aber in der Politik, das hat uns aber in der Geschichte niemals, also in der Schule, im Geschichtsunterricht niemals einer erzählt. Und deswegen ist Geschichtsunterricht im Allgemeinen in der Schule zum Einschlafen. Weil man solche Dinge nicht gelehrt bekommt. Und dann kommt so einer raus wie Avro Manhattan und schreibt auf einmal so ein Buch wie Vietnam, warum sind wir gegangen, was wir hier jetzt auszugsweise lesen. Und auf einmal steht schon auf der Umschlagseite die schockende Geschichte von der Rolle der römisch-katholischen Kirche im Starten des Vietnamkrieges. Was hat denn bitte schön Religion mit einem weltlichen Krieg zu tun? Genau darum geht das Buch und darum gehen so viele andere Bücher, die wir in der Zwischenzeit gelesen haben. Das macht Geschichte sowas von faszinierend und interessant und vor allen Dingen auch wichtig, weil wenn man diese Geschichte kennt, wenn man die Geschichte kennt, wie sie in der Bibel steht, Offenbarung 17 und 18, die Verse, die ich euch gerade vorgelesen habe, ja, Offenbarung 17, 2 und 18, 2 und 3, wenn wir das verstehen, wenn wir das richtig verstehen, dann verstehen wir auch, warum die Dinge in dieser Welt sich so bewegen oder warum die Dinge so sind, wie sie sind in dieser Welt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Max da angeschnitten hat. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mir nochmal eben
das Stichwort gegeben hat, um auf diesen Punkt ein wenig näher drauf einzugehen. Wir kriegen in dieser Welt nirgendwo gelehrt, dieses Transferdenken zu machen, dass wir die Religion mit der Politik verbinden. Dabei sagt uns die Bibel in ganz klipp und klaren Worten, dass die beiden miteinander zusammenhängen. Und der Vatikan zeigt es uns dann selbst in seinem Wappen. Wir müssen nur wissen, wie das Wappen zu verstehen ist. Aber das erklärt euch ja auch niemand. Und wenn ihr einen Katholiken fragt, der wird euch wahrscheinlich eine ganz andere Erklärung geben. Warum ist meine Erklärung richtig? Das kann ich euch sagen. Erstens, weil die Bibel es in Offenbarung 17,2 und 18,2,3 genau so sagt. Und weil wir sie an ihren Taten erkennen werden. Weil die römisch-katholische Kirche genau danach handelt, nach dem, wie ich dieses Symbol hier beschrieben habe. Da könnt ihr euch andere Symbole, Erklärungen anhören, so viel ihr wollt. Aber das nimmt nichts weg an den Tatsachen, die wir hier auf den Tisch legen. Das liegt nichts weg an den Tatsachen, die Avro Manhattan hier mit seinem Buch auf den Tisch legt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und herzlichen Dank, Max, dass du das gebracht hast. Und wenn du da jetzt natürlich noch einen eigenen Kommentar zu hast oder weitergehen zu dem, was ich gerade gesagt habe, dann bitte nimm dir deine Zeit, dass wir das bitte eben besprechen. Ja, einen sehr interessanten Punkt, den du da jetzt auch noch gebracht hast. Und also, dass es eigentlich immer ein geistiger Kampf ist, der hinter weltlichen Mächten ausgeführt wird. Das biblische Motiv, das sehen wir nicht nur in Offenbarung 17, 18, das kommt uns auch schon früher, läuft uns das schon mal über den Weg. Zum Beispiel ist mir Daniel 10 eingefallen. Ja, da ist ja Gabriel da, der da mit Daniel spricht und gibt ihm da auch einen Blick über, dass er da einen Kampf geführt hat, 21 Tage lang, und der Fürst von Persien ihm widerstanden hat und so weiter. Also kann man sicher, könnt ihr euch selber auch nochmal damit befassen, wenn ihr das wollt. Der Punkt ist einfach der, biblisch kann man da schon deutlich sehen, dass da wirklich einfach immer geistige Mächte am Wirken sind, dass es ein geistiger Kampf ist. Und so wie das politisch ein geistiger Kampf ist, der einem nicht deutlich wird oder den man nicht erkennen kann, wenn man nicht in der Wahrheit steht, genauso erkennt man halt auch die wahre Geschichte nicht. Ne? Ich denke, das geht halt Hand in Hand. Ja? So wie man also diese wahren historischen Fakten nicht kennt, wenn man, wie gesagt, die Bibel nicht kennt, nicht Jesus Christus angenommen hat und danach lebt, genauso wenig kann man erkennen, dass es also auch eine geistige Welt gibt und vor allem auch eine ja, sehr große geistige, dunkle Welt, die halt die Welt beherrscht zurzeit. Ne? Und ja, ich denke, dass um das abzuschließen, zeigt einfach mal wieder, wie wichtig es ist, ja, nach der Bibel zu leben, sich mit der Bibel zu befassen. Und ja, was Wichtigeres kann es eigentlich nicht geben, ne? Wenn man weiß, mit was man es zu tun hat hier. Wenn man erstmal begriffen hat, wie betrogen wir in dieser Welt werden, um eben diese Zusammenhänge zwischen Religion und Politik nicht zu erkennen. Wenn man das dann erst einmal erkannt hat, dann fragt man sich, wieso man das Ganze die ganze Zeit davor das nicht gesehen hat. Also mir geht das zumindest so. Ich frage mich heute noch, wieso ich mit 25, 30, wo ich damals so gehirngewaschen war wie nur irgendwas, warum ich das damals nicht erkannt habe. Tja, ich hatte nicht den Geist, der mich in alle Wahrheit leitet. Das ist der Geist, den Jesus Christus gesagt hat, den er schicken wird. Aber gut, wir wollen jetzt nicht da eine ganze Sendung drüber machen. Wir wollten nur einen Punkt machen und ich glaube, es wurde in diesen paar Absätzen ganz deutlich, eben auch mit der Unterzeichnung von Papst Pius XII. Mit Mussolini ein Konkordat zu unterzeichnen. Ein Konkordat ist ja nichts anderes als ein Staatsvertrag. Ja, hier steht's. Ein Staatsvertrag, den der Führer eines Landes mit dem Führer eines anderen Landes abschließt. Nämlich der Papst ist ja nicht nur der Bischof der Bischöfe und damit der oberste Bischof der römisch-katholischen Kirche. Er ist auch ein König. Dieses Königreich hat ihm durch den Lateranvertrag Mussolini wiedergegeben. Ja, das war am 11. Februar 1929. Gleichzeitig wurde ein Konkordat unterzeichnet. Ein Konkordat ist ein Staatsvertrag. Ein Staatsvertrag, in dem in diesem Fall Italien die Führungsmacht der römisch-katholischen Kirche als einzige akzeptable Religion in ihrem Land anerkannt und bestätigt hat. Ja, Hitler hat 1933 auch ein Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche unterzeichnet. Da habe ich dann auch Videos drüber gemacht. Das könnt ihr auf meinem Kanal finden. Wenn ihr einfach auf meinem Kanal Konkordat eintippt, dann werdet ihr das Video finden. Das ist gar nicht so schwer. Habe ich damals, glaube ich, mit Viktor aufgenommen. Franco begann den Bürgerkrieg in Spanien. Genau mit denselben Gründen, um da sein
faschistisches, nationalsozialistisches Regime aufzuziehen. Und das faschistische und nationalsozialistische Regime ist, das wissen wir aus einem Zitat aus der Civilta Cattolica, das ist das Hausorgan der Jesuiten in Rom, da wurde drin vermeldet, dass Nationalsozialismus die Regierungsform ist, die der römisch-katholischen Kirche am nächsten kommt oder die von der römisch-katholischen Kirche am meisten unterstützt wird. Ich könnte das Zitat jetzt nochmal raussuchen, aber ihr findet das in dem Buch Hinter den Diktatoren. Da hatten wir das damals rausgesucht. Ja? Also es ist ein sehr politischer Absatz hier oder zwei sehr politische Absätze, aber nicht zu vergessen, basierend auf einer Erscheinung der Himmelskönigin. Denn da geht es jetzt auch mit weiter. Gleichzeitig wurde aber auch Europa fatimatisiert. Der Fatima-Kult, der das Versprechen der Jungfrau auf die Bekehrung Russlands betonte, dieser Kult war vom Vatikan immens hervorgehoben worden. 1938 wurde ein päpstlicher Nuntius nach Fatima geschickt und fast eine halbe Million Pilger erfuhren, dass die Jungfrau den Kindern drei große Geheimnisse anvertraut hatte. Daraufhin hat im Juni diesen Jahres das einzige überlebende Kind, beraten von ihrem Beichtvater, und da gehe ich jetzt nicht drauf ein, jeder, der meine Lesung verfolgt, weiß, was das beinhaltet, einen Beichtvater zu haben, sicher als Kind, oder als heranwachsende Frau von Kind an immer denselben Beichtvater mehr oder weniger zu haben, immer in Kontakt mit der Hierarchie und damit dem Vatikan, der Beichtvater, den Inhalt von zwei der drei großen Geheimnisse offenbart. Das erste Geheimnis war die Vision der Hölle, etwas, was der modernen Welt gut bekannt sein dürfte. Das zweite Geheimnis war mehr auf den Punkt gebracht. Eine Wiederholung, dass Sowjetrussland zur katholischen Kirche konvertieren würde. Das dritte Geheimnis wurde in einem Umschlag versiegelt und in Gewahrsam der kirchlichen Autorität genommen und sollte nicht vor 1960 enthüllt werden. Die dramatische Wiederholung der Enthüllung des zweiten Geheimnisses über Sowjetrussland nahm sofort eine enorme religiöse und politische Bedeutung an. Der Zeitpunkt der Offenlegung hätte gar nicht besser gewählt werden können. Die faschistischen Diktaturen, also Mussolini in Italien, Franco in Spanien, Hitler in Deutschland, sprachen dieselbe Sprache. Drei Viertel oder zwei Drittel, wie hatte er das gesagt, weiter oben, zwei Drittel Europas war faschistisch, nationalsozialistisch regiert worden. All diese Diktaturen sprachen genau dieselbe Sprache. Ihr Ziel, die Vernichtung Sowjetrusslands. Und somit verstanden sie ihre Werke und Vernichtungen als Gotteswerk, Opus Dei. Wie gesagt, wir hatten es gerade gelesen, Mussolini wurde von der römisch-katholischen Kirche genannt der Mann der Vorsehung. Was ist denn ein Mann der Vorsehung? Drücken wir es doch mal aus, was sie wirklich meinen. Mussolini ist der Messias. Er wurde geschickt, um Europa oder Russland zu befreien von A, der falschen orthodoxen Kirche, und B, vom Kommunismus. Nun, was wir natürlich als bibelgläubige Christen, die wir die Jesuiten intensiv studiert haben, verstehen müssen, ist etwas, was uns Avrom Hetten in diesem Buch nicht sagt. Und das ist, dass sowohl der Kommunismus als auch der Nationalsozialismus oder Faschismus von ein und derselben Macht gelenkt wird, nämlich von den Jesuiten. Die Jesuiten brauchen aber dieses Machtspiel. Und da möchte ich mal eben kurz stehen bleiben. Und bei dem Punkt stehen bleiben und das ein klein wenig näher erläutern. Ihr kennt alle diese Standuhren. Ich habe da ein Bild hier von Tom Fress, hat da mal ein tolles Video drüber gemacht oder eine Lesung von gemacht, da habe ich ein Video von gemacht. Das hieß The Grandfather's Clock, ja? Großvaters Uhr. Das ist übrigens hier das Video. Das Bild ist aber nicht so gut. Nehmen wir das hier, das ist ein bisschen größer. So, jeder kennt diese Uhr. Was hat der Jörg uns jetzt zu sagen im Zusammenhang mit dieser Uhr, was irgendwie mit dieser Lesung zu tun hat? Wie gesagt, was
der Autor Avro Manhattan euch nicht erzählt, was der Autor Leo Herbert Lehmann nur verschwiegen erzählt und was viele, viele andere Autoren euch überhaupt nicht erzählen, ist, dass der Orden der Jesuiten, also der Militärorden der römisch-katholischen Kirche, weil sie wurden ja gegründet mit der Bulle Regimini Militantes Ecclesia, also die Kirche im Krieg, dass dieser Orden ein, ich nenne es mal zwischen Anführungszeichen, Spiel spielt, wo sie eine Agenda haben und diese Agenda wird immer weiter fortgetrieben, aber diese Agenda kann sich nur dann bewegen, wenn in Fußballtermen der Ball von rechts nach links gespielt wird oder von vorne nach hinten. Auf jeden Fall muss der Ball in Bewegung sein. Ich meine, ich bin selber kein Fußballfan, aber ihr versteht alle, wenn beim Fußball der Ball irgendwo rumliegt, dann passiert überhaupt nichts. Dann kann man sich genau gut hinsetzen, Zigarette rauchen oder Bier trinken, passiert nichts. Deswegen wird der Ball immer im Spiel gehalten. Je nachdem, welche Mannschaft den Ball im Spiel hat, die Mannschaft hat einen Vorteil. Aber früher oder später hat die andere Mannschaft wieder den Ball. Und genauso ist es mit der Großvatersuhr. Die hat ein großes, schweres Pendel da unten dran hängen, wie ihr seht. Und dieses Pendel schwingt von rechts nach links, von rechts nach links und von links nach rechts, hin und her, hin und zurück. Dieses schwingende Pendel braucht der Orden der Jesuiten in der Welt, um ihre Agenda voranzutreiben, weil ihre Agenda ist nicht sichtbar. Ihre Agenda ist nämlich nicht das schwingende Pendel, das wir überall in der Welt sehen, sondern ihre Agenda ist ganz oben in der Uhr. Es ist der Zeiger der Stunden und der Zeiger der Minuten. Aber die werden nur angetrieben, wenn das Pendel schwingt, von rechts nach links. Also sorgen die Jesuiten dafür, dass sie die Welt aufteilen in rechts und links. In Amerika machen sie das sehr erfolgreich. Sie geben dem Land ein Zwei-Parteien-System, nennen das Republikaner auf der rechten und Demokraten auf der linken Seite und dann wird der Ball hin und her gespielt. Und einmal gewinnt die Seite, einmal gewinnt die Seite. Einmal ist der Präsident, einmal ist der Präsident. Letztendlich sind die Präsidenten nur eingesetzte Puppen der Jesuiten und die verfüllen ihre Agenda. Aber wenn ein rechter Präsident spielt, dann hat er eine etwas andere Agenda oder eine, spielt die Agenda auf eine andere Art und Weise, möchte ich mal sagen, wie zum Beispiel ein Linker. Und die Leute lassen sich eben auch gerne verteilen. Deswegen heißt es so schön in Latein, rege et impera, ne? Also regiere und teile oder teile und herrsche, wie wir das im Deutschen sagen. Nur durch die Teilung kann geherrscht werden. Wenn ich die Leute in Lager spalte, rechts und links, wenn ich sie in Faschismus auf der einen und Kommunismus auf der anderen Seite spalte, wenn jetzt die Jesuiten aber sowohl die kommunistische Seite als auch die nationalsozialistische Seite leiten, dann werden da unten mit dem Pendel, das hin und her schwingt, nur diejenigen aufgerieben, die die natürlichen Feinde der römisch-katholischen Kirche sind. Nämlich diejenigen, die Protestanten sind, die Juden sind, die Orthodoxen sind, die Zigeuner sind, die Behinderte sind, die alte Leute sind, alle die, die sie nicht haben wollen. Allen voran die Juden, an zweiter Stelle die Protestanten und an dritter Stelle die orthodoxe Kirche. Wenn die Jesuiten jetzt es schaffen, den Leuten so ein Theater vorzuspielen, dass sie entweder die eine oder die andere Seite wählen und sich dann gegenseitig zerfleischen, wer gewinnt denn dann am Ende? Ja, das Pendel schlägt von rechts nach links und von links nach rechts und das Einzige, was sich bewegt, ist der Zeiger auf der Uhr oben. Also gewinnen tut die Agenda des Antichristen. So einfach muss man Politik erklären. Und Politik ist deswegen so einfach in den Fängen der Religion, weil diejenigen, die die Politikdarsteller sind, religiös sind. Weil die, wenn wir jetzt mal an die Könige des Mittelalters denken, natürlich ihre Erlösung in der römisch-katholischen Kirche suchen, weil die behauptet ja von sich selbst, die einzige Kirche zu sein, außer der es keine Erlösung gibt. Also wenn ich als Beichtvater dann demjenigen, der bei mir beichtet, drohe, ihn aus der Kirche rauszuwerfen oder ihn nicht an der Erlösung in der Kirche teilhaben zu lassen, ja, dann hat der natürlich auf einmal, dann ist der Wachs in meinen Händen, dann kann ich mit dem machen, was ich will. Weil ich kann ihm, weil ich ihm androhe, dass er sein ewiges Leben verliert, natürlich Dinge machen lassen auf dieser Welt, die ich will, nicht die er will.
So passiert unter anderem mit dem Beichtvater de la Chaise, der Beichtvater von König Ludwig XIV. War, der 1685 das Edikt von Nantes eingezogen hat. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, aber es gibt da hunderte von. Wir sind da in Griesinger Lesung, sind wir da sehr gut drauf eingegangen und die findet ihr ja im Augenblick auch auf diesem Kanal. Von daher rate ich euch an, die Videos anzuschauen über die Geschichte der Jesuiten von der Gründung des Ordens bis heute, 1866, als Griesinger das Buch geschrieben hat. Ja, der geht da sehr, sehr gut drauf ein. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt anschaulich das Problem einmal habe darstellen können. In Offenbarung Kapitel 17, Vers 2 und 18, Vers 2 und 3 steht ganz deutlich darin, dass die Könige dieser Welt Unzucht mit der Hure getrieben haben, also mit der falschen Kirche in dieser Welt, mit der römisch-katholischen Kirche. An der Spitze der römisch-katholischen Kirche sitzt der Papst als Bischof der Bischöfe. Und der ist gleichzeitig König über sein eigenes kleines Land, 108 Hektar groß, in Rom, der Vatikan. Er ist also auf der einen Seite ein politischer Herrscher und er ist auf der anderen Seite ein religiöser Herrscher. Und seine religiöse und seine weltliche Herrschaft sind mit einem roten Band miteinander verbunden, das ich bereits erklärt hatte. Max, hilf mir mal. Habe ich mich gut verständlich gemacht? Ja, vielen Dank. Also ich kannte ja das, das Beispiel schon oder das, wie sagt man, mit der Uhr, metaphorische, wie nennt man das denn? Ja, die Metapher? Symbolische Darstellung dafür, die Metapher, ja. Ja, Metapher, ja, genau. Ja, ich kannte das ja schon. Nichtsdestotrotz ist es wichtig zu verstehen, dass es in der Tat so ist, dass jede Regierung auf der ganzen Welt, wenn sie, sagen wir mal, eine gewisse Größe hat und einen gewissen Einfluss in der Welt hat, dass sie immer Jesuiten kontrolliert sein muss, im Grunde genommen, oder sagen wir mal auch dem römischen Papsttum ergeben ist, wie auch immer das dann sich gestaltet, weil einfach die Bibel halt auch nicht gebrochen werden kann. Ja? Rom ist das letzte heidnische Reich auf Erden, das ist so. Ja. Und deshalb hast du vollkommen recht damit. Das ganze Schauspiel konnte man sich ja wunderbar bei den Demokraten und Republikanern jetzt bei der USA-Wahl anschauen. Aber nichts anderes, da wollte ich jetzt nur kurz darauf hinweisen, ist es halt auch bei uns hier in Deutschland. Nein, das ist richtig. Ich habe natürlich das amerikanische Beispiel angenommen, weil jeder sich das vor Augen führen kann, weil es da auch leicht ist. Die haben nur ein Zwei-Parteien-System. In Deutschland haben wir ein Mehrparteien-System. Nichtsdestotrotz haben wir auch immer zwei extreme Richtungen. Wir haben extrem rechts und wir haben extrem links. Ja. Aber natürlich ist das, was ich hier für Amerika angeholt habe, in jedem Land dieser Welt gültig. In jedem. Die Jesuiten teilen überall das Land in zwei Lager. Immer wieder. Und zur Not ist es nicht rechts und links politisch, sondern ist es weiß und schwarz in der Rasse. Also es ist ja egal, welche Teilung vorgenommen wird, geteilt wird immer. Weil nur dadurch, dass ich die Leute teile, kann ich auch herrschen. Wenn ich zwei Lager habe, dann kann ich Ball spielen. Spiel doch mal Fußball mit nur einer Mannschaft. Das geht doch nicht. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich ein absoluter Hasser von Fußball bin. Weil Fußball steht symbolisch für so viele schlechte Dinge und ist dann auch noch ein Sonnenspiel, ja, weil der Ball ist eigentlich ein Symbol für die Sonne und so weiter und so weiter. Das könnt ihr im UNICEF-Papier nachlesen. Da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist so teuflisch. Aber mit Fußball erklärt sich im Grunde die ganze Welt. Was meint ihr, wo der Spruch herkommt? Fußball regiert die Welt. Ganz so ordentlich, ja. Oh, ist witzig, ja. Nee, ich habe mich ja auch in der Tat nie für Fußball interessiert. Ob das den Hintergrund hatte, weiß ich jetzt nicht, aber ja. Nee, du hast vollkommen recht. Also eigentlich wollte ich den Punkt machen, den du jetzt auch nochmal gesagt hast, dass das halt für jede Regierung auf der ganzen Welt gilt. Und als solches ist dafür dieses Beispiel mit der Uhr des Großvaters wirklich sehr treffend, ja. Es gilt für jede de jure Regierung. Und den Unterschied zwischen einer de jure und de facto Regierung habe ich bereits in anderen Lesungen, ich glaube letztens in Doppelgesicht des Papstums, noch einmal deutlich ausgelegt. Also je mehr von meinen Lesungen man verfolgt, desto besser auch das Gesamtbild ist des Verständnisses, das man davon hat. Aber jetzt wollen wir doch mal mit unserem Buch weitermachen im Text. Im Text weitergehen. Ja? Die faschistischen Diktaturen sprachen dieselbe Sprache, die Vernichtung Sowjetrusslands. Wenn wir jetzt wissen, dass die faschistischen Diktaturen von den Jesuiten geleitet werden, auf der einen Seite, und dass Sowjetrussland von den Jesuiten auf der anderen Seite
geleitet wird. Dann verstehen wir doch, wenn die beiden jetzt beschließen, gegeneinander in den Krieg zu gehen, wer ist denn dann derjenige, der darunter leidet? Die Völker der Welt. Und Deutschland bestand zu dem Teil, zu der Zeit, zu einem ganz, ganz großen Teil aus Protestanten. England bestand zu einem ganz, ganz großen Teil aus Protestanten. Amerika, das später in den Krieg eingezog, bestand zu einem ganz, ganz großen Teil aus Protestanten. Und die hat man gegen Russland aufgerieben. Also schicke ich Protestanten gegen die Kommunisten in den Krieg. Ich sorge dafür, dass die beiden einander aufreiben und in der Zwischenzeit gewinnt Satan, der die römisch-katholische Kirche unter dem Namen Papst leitet. Im folgenden Jahr 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. 1940 wurde Frankreich besiegt. Ganz Europa war faschistisch geworden. 1941 fiel Hitler in Russland ein. Was glaubt ihr denn, warum der das gemacht hat? Er macht einen Nicht-Angriffspakt mit Russland vorher, um sozusagen einen Einfrontenkrieg haben zu können, bekommt seinen Wunsch und dann fällt er doch in Russland ein. Meint ihr vielleicht, der hat eines Nachts, ist er aufgewacht, hat gesagt von, ich muss jetzt in Russland, muss ich jetzt das Zeug bezahlen? Nein, der hat Befehle gefolgt. Die Prophezeiung der Jungfrau sollte sich endlich erfüllen. Die deutsche Militärmacht war die einzige Militärmacht, auf die die Jesuiten damals setzen wollten, um Russland bezwingen zu können. Dass es nachher anders ausgedreht hat, hat damit zu tun, dass die Jesuiten eben, wie gesagt, die würfeln darum. Und wer gewinnt, der darf halt seinen Schachzug machen. Die interessiert nicht, wer in der Zwischenzeit auf dieser Welt aufgerieben wird. Weil ob jetzt Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte oder Russland und die anderen Alliierten den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, das macht der römisch-katholischen Kirche doch nichts aus. Die Frage ist, wie sieht ihre Langzeitplanung aus? Und da gefiel es ihr besser, Deutschland einfach aufzureiben. Das fing an mit 1941, als Hitler Russland eingefallen war. Und im Winter 1942 dann dort anfing, sich zurückziehen zu müssen. Die Prophezeiung der Jungfrau, dass Russland ihr gewidmet wird, dass die orthodoxe katholische Kirche dort fällt, diese Prophezeiung sollte sich endlich erfüllen. Im Vatikan gab es Freude, als Hitler Russland einfiel, da Pacelli inzwischen Papst geworden ist, 1939 unter dem Namen Pius XII. Antichrist Papst Eugenio Pacelli, a.k.a. Pius XII., ermutigte die Katholiken, sich freiwillig für die russische Front zu melden. Katholiken, die meisten von ihnen Anhänger der Jungfrau von Fatima, schlossen sich den Nazi-Armeen aus Italien, Frankreich, Irland, Belgien, Holland, Lateinamerika, den USA und Portugal an. Spanien schickte eine katholische blaue Division. Auf die Einzelheiten hiervon bin ich in dem Buch eingegangen, das ich auch auf diesem Kanal gelesen hatte, Mit Gott und den Faschisten von Karl-Heinz Deschner. Schaut euch die Lesung einmal an. Im Oktober 1941, als die narzisstischen Armeen in der Nähe von Moskau einmarschierten, forderte Antichrist Pius XII., der sich an Portugal wandte, die Katholiken auf, für eine rasche Erfüllung der Verkündigung der Frau von Fatima zu beten. Also, unsere Himmelskönigin kommt wieder ins Spiel. Im folgenden Jahr 1942, nachdem Hitler erklärt hatte, das kommunistische Russland sei definitiv besiegt worden, erfüllte Pius XII. In einer Jubiläumsbotschaft die erste Botschaft der Jungfrau und weihte die ganze Welt ihrem unbefleckten Herzen. Die Erscheinungen von Fatima eröffnen eine neue Ära, so schrieb Kardinal Cerejera im selben Jahr. Es ist die Vorahnung dessen, was das unbefleckte Herz Mariens für die ganze Welt vorbereitet. Die neue Ära im Jahr 1942 war ein völlig nazifizierter europäischer Kontinent, auf dem Russland scheinbar von der Landkarte gestrichen wurde. Japan eroberte die Hälfte Asiens
und der Weltfaschismus erreichte überall seinen Höhepunkt. Das faschistische Reich verschwand mit dem Zusammenbruch Hitlers. 1945, zwischen Anführungszeichen, endete der Zweite Weltkrieg. Und Sowjetrussland wurde, zur ärgerlichen Überraschung von Antichrist Papst Pius XII., die zweitgrößte Macht der Welt. Und dann begann der sogenannte Kalte Krieg zwischen den zwei Großmächten dieser Welt. Und was ihr bis heute viele nicht verstanden haben, das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung, ist, dass weder Amerika eine Großmacht in dieser Welt ist, noch Russland oder Sowjetunion eine Großmacht dieser Welt ist, sondern die einzige Großmacht ist der kleinste Staat in dieser Welt, der Vatikan, der die Führer dieser anderen Länder in der Hand hat und kontrolliert, von Anfang bis Ende. Soweit zur Fatimatisierung von Europa oder eigentlich der Fatimatisierung der Welt. Wir gehen im nächsten Kapitel des Buches Vietnam, Why Did We Go? Also Vietnam, warum sind wir in den Krieg gezogen? Der Segen des Papstes für einen Präventivkrieg. Die Verehrung von Fatima, die durch die Niederlage der Nazi-Armeen und den Selbstmord Hitlers eine Andachtspause erlitten hatte, wurde plötzlich wiederbelebt. Im Oktober 1945, also das ist dann 5 Monate nach Kriegsbeendigung, befahl der Vatikan, enorm große Pilgerfahrten zum Heiligtum zu organisieren. Im folgenden Jahr, 1946, wurde unsere liebe Frau feierlich vor mehr als einer 500.000 Pilgern gekrönt. Die Krone, das ist also eine Figur, die sie da hergestellt haben, die hatte eine Krone mit einem Gewicht von 1200 Gramm pures Gold. Die war besetzt mit 313 Perlen, 1250 Edelsteinen und 1400 Diamanten. Und wer die satanische Musikagenda, Agenda, Medienagenda sieht oder gesehen hat, der weiß, wofür Diamanten stehen, nicht wahr? Antichrist Papst Pius XII. Sprach aus dem Vatikan die Pilger per Funk an und sagte, dass die Versprechen unserer lieben Frau erfüllt würden. Seid bereit, warnte er. Es kann keine Unparteiischen geben. Treten Sie keinen Schritt zurück. Stellen Sie sich als Kreuzritter auf. Es kann keine Unparteiischen geben. Entweder du bist mit uns oder du bist gegen Gott. Oder wie George W. Bush es ausdrückte, entweder du bist mit uns oder du bist mit den Terroristen. 1947 begann der Kalte Krieg. Der Hass gegen das kommunistische Russland wurde gefördert. Angeführt vom Vatikan, der eine Statue unserer lieben Frau von Fatima mit ihrer Botschaft auf eine Pilgerreise um die Welt sandte. Sie wurde von Land zu Land geschickt, um antirussischen Hass zu schüren. Ganze Regierungen hießen sie willkommen. Innerhalb weniger Jahre, nachdem der Kalte Krieg begann, wurde die Statue nach Europa, Asien, Afrika, Amerika und Australien gebracht und hatte 53 Nationen besucht. Die Ost-West-Spaltung jedoch weitete sich weiter aus. 1948 begann der schreckliche amerikanisch-russische Atomwettlauf. Um die antirussische Front zu stärken, exkommunizierte Antichrist Pius XII. 1949 jeden Wähler, der die Kommunisten unterstützte. Und bald darauf erklärten amerikanische Theologen den Vereinigten Staaten von Amerika, es sei ihre Pflicht, Atombomben einzusetzen. Im darauffolgenden Jahr 1950 wurde die Pilgerstatue unserer Frau von Fatima, die 1947, als der Kalte Krieg ausbrach, ihre ersten Reisen begonnen hatte, und zwar mit dem Flugzeug in Begleitung von Pater Arthur Brassard, auf direkte Anweisung des Antichristenpapst Pius XII. Nach Moskau geschickt.
Dort wurde sie mit dem herzlichen Einverständnis von Admiral Kirk, dem amerikanischen Botschafter in der Sowjetunion, feierlich in die Kirche des ausländischen Diplomaten platziert. Aus welchem speziellen Grund? Um die bevorstehende Befreiung Sowjetrusslands zu warten. Die Befreiung Sowjetrusslands wovon? Von den Kommunisten? Nur an zweiter Stelle. Von der orthodoxen Kirche? An erster Stelle. Nicht zufrieden damit erschien unsere Frau auch noch 15 Mal persönlich einer Nonne auf den Philippinen. Sie wiederholte ihre Warnung vor dem Kommunismus, woraufhin der Nonne ein Schwall von Rosenblättern vor ihre Füße fiel. Ein amerikanischer Jesuit brachte die wundersamen Blütenblätter in die USA, um die Energie fanatischer Katholiken wiederzubeleben, angeführt vom kriminellen Senator McCarthy und vielen seiner Anhänger. Den Senator McCarthy, den könnt ihr gerne mal in eigenen Studien nachsuchen. Das ist ein Abgeordneter halt, ein Senator, Abgeordneter seines Staates. Und der hat im Grunde eine Organisation in den USA gegründet, die man früher in der römisch-katholischen Kirche die Inquisition nannte. Nur hat er da keine religiösen Verfolgungen gemacht, sondern er hat sogenannte Kommunisten in den USA verfolgt. Ja? Es kam nicht hundertprozentig, aber es kam beinahe zu Buchverbrennung und ähnlichen Dingen. Also Kommunisten wurden in den Vereinigten Staaten von Amerika bis aufs Blut gejagt und da war der Senator McCarthy an der allerhöchsten Stelle, dieser Verfolger. Da könnt ihr ja gerne ein wenig selber drüber nachforschen. Noch eine andere Sache, ich bin hier nicht in den in die Fußnote eingegangen. Wir haben das hier in Fußnote 2, ja, wo es darum ging, dass eben amerikanische Theologen, also religiöse Gelehrte, ja, den USA erklärten, es sei ihre Pflicht, Atombomben einzusetzen. Das ist veröffentlicht von dem Pater Edmund Walsh, Vizepräsident der Georgetown-Universität. Ihr wisst ja, Georgetown-Universität ist die höchst renommierte Jesuitenuniversität in den Vereinigten Staaten von Amerika. Edmund Walsh hat dort das Offizium für ausländische internationale Beziehungen gegründet. Auf den genauen Namen komme ich jetzt nicht, das könnt ihr gerne mal nachschauen. Das ist nach ihm gegründet und der war ein Jesuit. Ja? Der war ein Jesuit und Vizepräsident der Georgetown-Universität. Schule für außenpolitische Angelegenheiten in der Georgetown-Universität. Ja? Und der hat das eben geschrieben, dass amerikanische Theologen den amerikanischen Politikern deutlich gemacht haben, es sei ihre Pflicht, ihre vaterländische, gottesliebende Pflicht, Atombomben einzusetzen. Amerikanische Kriegstreiber, angeführt von prominenten Katholiken, die kennen wir heute auch noch und vor allen Dingen auch in Deutschland, man muss sich nur mal kümmern, welchen Hintergrund die Leute haben, bereiteten sich unterdessen fieberhaft auf einen atomaren Showdown mit Russland vor. Spitzenkatholiken in den verantwortungsvollsten Positionen sprachen von nichts anderem. Mir persönlich zum Beispiel war niemals bewusst, dass wir jemals so dicht an einem atomaren Krieg standen wie Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Hast du das in der Schule gelernt gekriegt, Max? Nee, das wusste ich so auch nicht. Ne? Ja, ich auch nicht. Da sind mir bei dem Lesen des Buches wirklich die Augen aufgegangen. Das kommt an einigen Stellen vor. Wobei ich dazu natürlich noch sagen muss, dass ich jetzt auch so meine Zweifel habe, dass die Atomwaffentechnik so existiert, wie uns gesagt wird, dass sie existiert. Aber das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, ja. Über die Bomben von Hiroshima und Nagasaki gibt es ja auch ganz andere Wahrheiten als die offizielle uns gelehrte, genau wie mit 9/11. Ne? Aber da wollen wir jetzt mal nicht zu viel. Soll sich jeder auch selbst sein Bild machen und selber informieren. Und selber informieren, ja, genau. Am 6. August 1949, ist das nicht zufälligerweise ein Jahr, nachdem die erste
Atombombe fiel auf Hiroshima, sprach der katholische Generalstaatsanwalt McGrath auf dem Kongress in Portland in Oregon vor den katholischen Sturmtruppen der USA, nämlich den Rittern von Columbus. Die Ritter von Columbus sind in den Vereinigten Staaten das, was die Ritter von Malta im Rest der Welt sind. Kannst du es mal eben nachgucken, bitte im Internet, Max, ob es der 6. August 1945 war, wo die Atombombe fiel auf Nagasaki? Ich meine, es war Anfang August. Von daher wäre das ja ein interessanter Tag. Er sprach hier vor den Rittern von Columbus. Die Losung der Ritter von Columbus ist, ne, Columbus logisch, ne, ist ja derjenige, der zwischen Anführungszeichen Amerika entdeckt hat. Ne, da gibt es einen Ritterorden von, ja, sag mal. 9. August war das. 9. August, okay, also dann dicht bei, ne, dicht bei am den 6. Datum. Und am 9. August, ne? Am 6. doch, oder was? Hiroshima und Nagasaki, müsste Hiroshima 6. August gewesen sein, glaube ich, ne? Ja, Hiroshima war erst und dann die andere genau. War ein paar Tage danach. Also 6. August, also am Jahrestag 1945, 4 Jahre später, sprach der katholische Generalstaatsanwalt McGrath auf dem Kongress in Portland, Oregon, vor den katholischen Sturmtruppen, den Rittern von Columbus. Genau 4 Jahre, nachdem die Amerikaner die erste atomare Bombe auf Japan niedergelassen haben. Ob sie es jetzt aus dem Flugzeug gelassen haben und die ganzen Sachen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Amerikaner eine Waffe verwendet hatten, die vorher noch nie von der Menschheit verwendet wurde und die unglaubliches Leid und Hunderttausende Tote, wahrscheinlich sogar Millionen Tote im Nachlauf der späteren Nachwirkungen über ein Land gebracht hat. Ja? Übrigens, ich mein, ne, nur um, ich will ja nicht jetzt großartig Zweifel sehen, aber wenn wir schon mal das Thema kurz angeschnitten haben, was die atomare Waffentechnik angeht, habe ich jetzt hier gerade gelesen, es gibt den Trinity-Test, ja. Das war die erste jemals erfolgte Kernwaffenexplosion. Die würde dann Trinity-Test genannt, ja. Also das sind dann, da kann man sich dann schon wieder denken, wer denn der Urheber dieser Techniken eigentlich ist, ja. Wunderbar. Ja. Gut, Max, gut recherchiert. Also es war der 6. August 1945, wo die Atombombe auf Hiroshima fiel und 4 Jahre später sprach der katholische Generalstaatsanwalt McGrath mit den Rittern von Columbus, die als Losung haben, Make America Catholic. Also ein Land, das protestantisch gegründet wurde, die Vereinigten Staaten von Amerika, als katholisch umzuformen. Hier sehen wir ein Bild von der Madonnenstatue oder der Himmelsköniginstatue, nur die Rückseite davon, mit ihrer Krone, wie wir gelernt haben, 1,2 Kilo Gold, 313 Perlen, 1250 Diamanten und eine ganze Menge Edelsteine, soweit ich im Kopf behalten habe. Das ist hier die Parade der Fatima-Statue. Die Fatima-Vergötterung leitet sich aus dem angeblichen, deswegen habe ich es unterstrichen, angeblichen Erscheinen der Jungfrau Maria bei 3 kranken Kindern in Fatima, Portugal im Jahre 1917 ab. Mit dem Auftreten des bolschewistischen Russlands und des Weltkommunismus verwandelte sich der Kult bald in einen ideologischen und religiösen Kreuzzug. Es wurde ausgiebig im antirussischen ideologischen Krieg von Antichrist Pius XII., von dem amerikanischen Papst Cardinal Spellman und von dem Jesuiten John Foster Dulles eingesetzt. Die Statue der Jungfrau wurde auf eine weltweite Pilgerreise in die Hauptstädte der Welt geschickt, um die religiöse Leidenschaft zu erwecken. Eine der Hauptstädte, die sie besuchte, war Moskau selbst, unter der verschleierten Patenschaft westlicher Botschaften unter Führung der USA. Aber jetzt lesen wir weiter. Was hat der Generalstaatsanwalt McGrath auf einem Kongress den Sturmtruppen, den Rittern von Columbus in Amerika erzählt? Er forderte die Katholiken auf, Zitat, sich zu erheben und mit der Rüstung der militanten Kirche im Kampf um die Rettung des Christentums. Das Christentum bedeutet natürlich die katholische Kirche. Er drängte weiter auf eine mutige Offensive. Sich zu erheben mit der Rüstung der militanten Kirche im Kampf um die Rettung des Christentums. Ja, Rüstung der militanten Kirche, wenn ich sowas lese, dann muss ich natürlich einen Kommentar schreiben. Der lautet: Das ist aber nicht die ganze Rüstung Gottes aus Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 18, die wahre Christen anziehen sollen.
Die Katholiken kämpfen mit den Waffen der Jesuiten. Betrug, Lüge, Verrat, Vertragsbruch, Eidesbruch, Unterwanderung, Denunziation, Verfolgung, Folter. Konvertiere oder stirb. Das. Die kämpfen vor allem mit echten Waffen, ne? Mit fleischlichen Waffen. Mit fleischlichen, materiellen Waffen. Das hat der Generalstaatsanwalt der USA den Rittern von Columbus auf dieser Versammlung aufgetragen. Im selben Jahr half ein anderer Katholik, einer der höchsten Persönlichkeiten der US-Regierung, nämlich James Forrestal, der Kreuzritter gegen den Kommunismus im In- und Ausland, Papst Pius XII. Die Wahlen in Italien zu gewinnen, indem er ihm amerikanisches Geld plus Geld aus seiner eigenen Tasche schickte. James Forrestal, der sehr häufig mit dem Vatikan und mit Kardinal Spellman in Kontakt stand, wusste besser als jeder andere, was in bestimmten katholischen und amerikanischen Vierteln vor sich ging. Aus einem einfachen Grund. Er war kein anderer als der amerikanische Verteidigungsminister. Übrigens, Verteidigungsminister ist auch erst ein Wort, das nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde. Davor hießen die Kriegsminister. Ja? Und zwar in Deutschland und in Amerika, also in anderen Ländern auch. Ne? Als er eines Tages ein Zivilflugzeug über sich hörte, raste er mit einer schicksalhaften Nachricht einer Straße in Washington entlang. Die Russen sind bei uns einmarschiert, schrie er. Später sprang der amerikanische Verteidigungsminister James Forrestal trotz der Zusicherung von Antichrist Pius XII., dass die Russen mit Hilfe unserer lieben Frau besiegt würden, aus einem Fenster im 16. Stock eines Gebäudes der amerikanischen Hauptstadt und schrie, dass die Russen besser vernichtet werden sollten, bevor es zu spät ist. Im folgenden Jahr erhielt ein weiterer extremer Katholik die Ernennung einer anderen wichtigen Position. Francis Matthews wurde zum Sekretär der amerikanischen Marine ernannt. Am Morgen, als er den Amtseid ablegte, das war im Juni 1949, hörten Matthews, seine Frau und alle ihre 6 Kinder reuevoll die Messe und empfingen die heilige Kommunion, also den Eucharist in der Form der Transsubstantiation, in der Kapelle der Marinestation in Washington, District of Columbia. Einige Monate später, nämlich im Oktober 1949, wurde Kardinal Spellman vom Papst nach Rom gerufen, mit dem er wiederholt längere private Sitzungen hatte. Obwohl es zu heftigen Spekulationen kam, blieb dies ein gut gehütetes Geheimnis. Seltsamerweise begann der neue katholische Sekretär der US-Marine bald darauf, ungewöhnliche aktive Kontakte zu anderen prominenten amerikanischen Katholiken aufzunehmen. Unter diesem Pater Walsh, den ich gerade schon erklärt hatte, Jesuiten-Vizepräsident der Georgetown-Universität und Gründer der Amerika, der Schule für außenpolitische Angelegenheiten in der Georgetown-Universität. Ja? Mit diesem George Walsh hat er sich da also getroffen. Jesuiten-Vizepräsident der Georgetown-Universität, dann Kardinal Spellman, Chef der amerikanischen Legion, die Führer der katholischen Kriegsveteranen und mit Senator McCarthy, ja, der also diese Kommunistenjagd in Amerika gemacht hat, der erzkriminelle Senator, der auf Rat eines katholischen Priesters gerade seine berüchtigte Kampagne begann, die die USA für einige Jahre zur Hälfte lähmen sollte. Hier haben wir James Forrestal, US-Verteidigungsminister, ein loyaler und selbstloser Amerikaner, war eines der tragischsten hochrangigen Opfer des Kalten Krieges. Stalins rücksichtslose Unnachgiebigkeit und die Angst des Westens vor dem Kommunismus wurden von Antichrist Papst Pius XII. Geschickt ausgenutzt. Da muss ich mal wieder dieses Bild einblenden. Ja? Erinnert ihr euch? Dies tat er mit dem Gebrauch der Religion und der skrupellosen Förderung der Fatima-Verehrung. Die oberste Priorität dieser Verehrung hatte die Prophezeiung. Das orthodoxe Russland würde römisch-katholisch werden. Ja, der Autor schreibt hier nur katholisch. Man darf nicht vergessen, die orthodoxe Kirche ist auch katholisch. Also es gibt westkatholisch und es gibt ostkatholisch.
das orthodoxe Russland würde wieder römisch, westlich, katholisch werden. Die Erfüllung der Prophezeiungen bedeutete die militärische Invasion und Besetzung Russlands durch den Westen. Forrestal, der vom Vatikan planmäßig über die kommunistische Bedrohung informiert wurde, wurde davon überzeugt, dass ein US-russischer Atomshowdown unvermeidlich war. Er wurde im Mai 1949 getötet, als er aus einem Fenster im 16. Stock des Bethesda Navy Hospital sprang. Interessante Wortwahl, ne? Er wurde getötet, als er aus dem Fenster sprang. Aha. Er wurde getötet. Er wurde getötet, weil er sich selbst getötet hat, oder er wurde getötet, weil er aus dem Fenster gestürzt wurde. Das ist hier nicht abschließend festgestellt. Wollen wir doch mal eben hier festhalten, nicht wahr? Das ist, finde ich, eine sehr interessante Wortwahl, um diesen Satz zu schreiben. Er wurde im Mai 1949 getötet, als er aus einem Fenster im 16. Stock des Bethesda Navy Hospital sprang. Ja, Max. Bethesda ist mir jetzt noch aufgefallen als biblischer Begriff. Ja, als, okay, aber es gibt viele Krankenhäuser, die in Amerika so heißen. Genau. Der wichtige Punkt ist ja der, dass das auch wieder an diese ganzen Verselbstmordungen erinnert, die mir da jetzt auch noch so in den Sinn gekommen sind, was Politiker und Journalisten und so betraf in der letzten jüngeren Vergangenheit. Ja. Aber gut, das ist... Seine Nachfolger... fahren wir mit der Erklärung unter diesem Bild von dem James Forrestal fort. Seine Nachfolger setzten Forrestals Besessenheit mit dem Kommunismus fort und forderten bislang einen amerikanischen Atompräventionskrieg. Ihre Einmischung in Südostasien, obwohl nicht direkt involviert, trug dennoch dazu bei, den dortigen ideologischen Konflikt und damit die militärische Eskalation in der Region zu verschärfen. Ja, wir sind bei einer guten Stunde angekommen. Das Kapitel geht noch ungefähr 2 Seiten. Das werden wir uns dann für nächste Lesung aufheben. Man soll die Leute ja in Spannung halten. Ne? Wir werden dann nochmal darüber lesen, was dann hier auf diesem Meeting besprochen wurde, was die Resultate davon waren. Das werden wir in der nächsten, also 55. Lesung des Buches Alle für eine für alle, Königin des Himmels, oder eine für alle für eine, Königin des Himmels, ich lerne den Titel niemals vernünftig auswendig, besprechen, wo wir dann weitergehen natürlich in dem Buch Vietnam, warum sind wir in den Krieg gezogen, von Avro Manhattan. Und ich werde das hoffentlich tun mit der Begleitung meines Bruder Max, dem ich jetzt auch eben noch abschließend das Wort erteilen möchte für die Lesung heute. Ja, sehr interessante Lesung heute. Ich habe auch das eine oder andere noch dazugelernt. Also an sich, so grob hatte man das ja zwar noch alles im Hinterkopf, was so die historischen großen Ereignisse anbelangt, dass Hitler an die Macht kam, nach Russland einmarschiert ist und dann niedergeschlagen wurde und so weiter. Aber so detailliert ist es dann doch nochmal interessant zu sehen, zumal wir ja jetzt die biblische Erkenntnis haben und ich da mir dann auch sicher bin, dass es sich so verhalten haben kann oder verhalten hat, weil wir halt den biblischen Maßstab haben. Sehr interessant fand ich an sich noch den Punkt, dass wir also immer verstehen müssen, dass wir hinter weltlichen Regierungen immer eine geistige Macht haben, die eigene Ziele durchdrückt. Und das sind halt ein Großteil satanische Kräfte. Und diese gleichen satanischen Kräfte haben wir ja, und deshalb machen wir ja auch diese Buchlesung eben auch bei dieser Himmelskönigin, die da immer wieder erscheint, beziehungsweise sie erscheint ja in der Form der Jungfrau Maria. Da haben wir ja in den vergangenen Lesungen schon deutlich genug herausgestellt, dass es sich auch hier um satanischen Geist handelt. Und denselben satanischen Geist haben wir dann ebenfalls in der römisch-katholischen Kirche, die ja sich selbst auch proklamiert, die Schlüssel des Himmelreichs zu halten und die Macht sowie im Geistigen als auch im Weltlichen auszuüben. Und da sehen wir wieder mal, dass sich diese drei geistigen Mächte in einem Verein und wir sind jedes Mal beim Vatikan, bei der römisch-katholischen Kirche stellvertretend natürlich für Satan in dieser Welt. Und das ist eben das, wo ich auch mal wieder sehe, man hätte sich diese Buchlesung im Grunde sparen können,
wenn man von vornherein ein tiefes biblisches Verständnis hat. Und das ist einfach der wichtige Punkt, den ich jetzt machen will. Wir könnten uns diese ganze Arbeit sowieso sparen, wenn wir alle uns mit dem Wort Gottes viel mehr auseinandersetzen würden oder schon von vornherein viel mehr auseinandergesetzt hätten in unseren allen Vergangenheiten. Aber so ist es halt. Man kommt halt leider auch erst relativ spät zur Erkenntnis. Nichtsdestotrotz darf man ja sehr froh sein, zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen zu sein. Ich danke dem Herrn Jesus Christus da auf jeden Fall für, dass ich das durfte. Und verbleibe da mit dem Aufruf, die Bibel zu studieren. Denn da stand alles sowieso schon von vornherein drin. Das, was wir jetzt hier erzählen oder das, was wir jetzt hier gelernt haben. Ich freue mich auf die nächste Lesung, Jörg. Und verbleibe mit Grüßen aus Magdeburg. Bis zum nächsten Mal. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Ich bin ein Superman.